Schon immer wurde sich mal ein anderes Game auf meinem Kanal gewünscht. Es fielen Namen wie Counter-Strike, GTA oder sogar Battlefield. Aber gegen einen Titel kommt keines dieser Spiele an. Agar.io. Und erscheine mich dann willkommen zum besten Spiel der Welt und es handelt sich hier um nichts anderes als Agar.io. Vielleicht wissen jetzt noch nicht alle, was Agar.io ist. Agar.io ist ein Spiel, in dem man sozusagen eine Art Ball ist und das Ziel des Spieles ist, diesen Ball immer größer zu machen, wie man hier im Hintergrund schon sieht, und irgendwann mal der größte Ball von allen zu werden. Gespielt wird nach dem Jäger- und Sammlerprinzip, wie man es denn schon aus der Steinzeit kennt. Man sammelt solche kleinen Punkte und dann, wenn man dann genug Punkte gesammelt hat, wird man eben immer größer und irgendwann vielleicht auch der größte. Das Ganze geht natürlich ziemlich langsam und wie auch schon in der Steinzeit, haben die Leute irgendwann mal bemerkt, das Ganze ist nicht besonders effizient und vielleicht wäre es besser, denn irgendwann mal, wenn man nicht sich scheut, auch seinesgleichen aufzufressen, eben auch andere Punkte aufzufressen, andere Spieler sozusagen. Denn das Ganze hier wird dauerhaft im Multiplayer-Mode gespielt und man kann sozusagen alle Teile auffressen, die kleiner sind als man selbst. Oh, da hinten ist Herr Bergmann. Oh mein Gott, Herr Bergmann, sind Sie es wirklich? Auf jeden Fall, wie schon gesagt, kann man hier eben auch andere Viecher auffressen, wie ich gerade das mit diesem kleinen Viech getan habe und wie es wahrscheinlich dieser große, komische Z-Typ es gleich mit mir tun wird oder Schweden. Oh nein, die kommen alle auf mich zu. Hilfe, Hilfe. Wer sich jetzt wundert, was sind diese Teile hier? Diese Teile, die sind sozusagen, haben folgenden Sinn. Wenn man kleiner ist als die Teile, dann kann man sich darunter verstecken. Wenn man aber größer ist und zu stark gegen so ein Teil dagegen prallt, dann zersplittet man in total viele kleine Punkte. Und wer sich jetzt auch wundert, hier gibt es dann teilweise Leute, die haben so zwei solche Punkte. Das kann man ganz einfach machen, indem man sich zerteilt. Ich kann es ja hier gerade mal kurz vormachen. Hier kann ich jetzt eben, habe ich jetzt mich zerschossen und habe damit einen anderen aufgefressen. Oh mein Gott, dieses Spiel, das ist so gut, Alter. Ich glaube, jeder andere Spiele-Publisher kann hier gegen einfach einstecken, weil, ich weiß nicht, also die Erfindung des Jahrhunderts wurde eigentlich schon gemacht. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum kam am Freitag und so kein Video? Ja, die Antwort ist dieses Spiel. Ich habe es eigentlich die letzten 20 Stunden durchgehend gezockt und ich bin jetzt hier eigentlich schon der Mega-Pro. Ich bin eigentlich unbesiegbar. Also wollte ich nur mal kurz anmerken, ne? Also falls ihr jetzt denkt, wo könnt ihr euch die besten Tipps für dieses Spiel holen? Die Antwort ist bei mir. Oh mein Gott, nein, der vereinigt sich gleich hier. Scheiß! Nein! Nein, nein, ich wurde aufgefressen, nein. Herr Bergmann, kannst du mir helfen, Herr Bergmann? Herr Bergmann, Herr Bergmann, du bist es doch, oder? Herr Bergmann, los, helf mir. Oh, ich sammle wieder mal Punkte, hier ist schon direkt wieder jemand auf mich los, Alter. Das gibt's doch nicht, ne, dieser Typ. Light One, Alter. Richtig der komische Typ, ey. Man kann andere Leute füttern, indem man so W drückt. Guck mal, hier. Und dann schießt man so kleine Bälle. Hallo, ich will dein Freund sein. Hallo. Hallo, ich hab dich... Alter, ich hab dich gefüttert. Ich will dein Freund sein, Junge. Die haben es alle auf mich abgesehen. Nur weil ich ein famer YouTuber bin. Ich fordere eine Nick-Funktion hier. Alter, ich werde hier getargetet wie nur was. Meine Fresse. Nein. Oh Gott. Da kommen sie. Da kommen sie jetzt alle. Ich glaube, ich kann nur was reißen, Alter, Leute. Ich werde dieses Spiel so lange spielen, jetzt bis ich Erster bin. Das ist einfach so ein Lebenstraum von mir. Gott! Ich sammle Punkte. Hey, ich will dich ja... Nein! Du hast mir mein Essen geklaut, hey! Ja, bitte sei mein Freund. Nein. Bitte sei mein Freund. Canary Island. Oh, bitte sei mein Freund. Los! Kleiner Deal, ne? Du gibst mir jetzt ein bisschen was zu fressen und ich könnte vielleicht einrichten, dass du vielleicht ein paar Abonnenten mehr dazu bekommst, ne? Also, mein Lieber, hier, ne? Weißt schon, weißt Bescheid. Ich als YouTuber, ich habe da so ein paar Connections, vielleicht hättest du ja Interesse, also nicht? Okay, dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Leute, ich werde euch jetzt gerade mal einen kleinen Geheimtrick zeigen. Ist hier irgendwo Canary Island noch in der Nähe? Man kann nämlich diese Teile hier auf andere Leute schießen. Ich werde jetzt gleich euch mal zeigen, wenn ich es schaffe, dass ich irgend so eine Fetten hier in meine Nähe bekomme. Dann werde ich so ein Teil mal schießen, aber im Moment schaffe ich das gerade irgendwie nicht. Okay, den habe ich. Geil, den habe ich. Perfekt, Leute, perfekt. Okay. Hier. Ich will jetzt auf den schießen. Ich werde jetzt hier warten, bis der nächste Riesenviech vorbeizieht. Und dann werde ich dieses Teil auf ihn schießen. Das ist einfach mein Lebenstraumziel, dies das. Dann kann ich ihn nämlich auffressen, weil er dann in lauter kleine Teile zersplittert. Oh nein, ich muss jetzt wegrennen. Oh, komm ruhig her, hier ist es vollkommen ungefährlich. Hier kannst du ganz viele Leute auffressen. Oh nein. So, oh, da kommt Carol. Alter, okay, jetzt.
Perfekt. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Habt ihr es gesehen? Ich habe ihn zerteilt in 1000 kleine Stücke. Oh mein Gott, ich werde ihn kriegen. Oh mein Gott. Ich werde ihn auffressen. Ich werde ihn auffressen. Auffressen werde ich ihn. Na, der ist zu... Nein, scheiße. Ich bin noch zu klein, um ihn aufzufressen. Aber den hier kann ich auffressen vielleicht. Wenn es gut läuft. Nein. Oh nein. Er hat sich wieder vereinigt. Scheiße. Komm. Ah. Scheiße. Ich habe mich selber zerteilt. Nein. Leute, nein. Fuck. Nein. Der wird... Oh nein, er hat mich aufgefressen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ich glaube, da oben ist gleich das Map-Ende. Nein. Nein. Frieden, los. Nein, ich will mit dir Frieden. Ich will mit dir. Leute, ich schaff's noch unter die Top 10. So, neu anfangen. Ja. Hey, Punkte fressen. Henry Island. Oh, komm, wollen wir Team? Wollen wir? Oh, nein, er wird gleich aufgefressen. Oh nein, Canary Island. Nein, ja, okay, Team. Los, ja, danke. Komm. Ich helf dir. Genau, gib mir das. Okay, los. Danke. Ja. Okay, sehr gut. Du kannst abhauen und ich gebe dir es nachher wieder zurück. Keine Sorge. Ich bin unter den Top 10, ich habe mein Lebensziel erreicht. Ja, sehr geil. Okay, renn weg. Canary Island, du schaffst das. Los. Oh mein Gott. Nein. Canary Island, nein. Nein, mein Freund. Nein. Wie konnte das passieren? Nein. Alter. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh, ich vermisse ihn so. Dieser EO, der war schon immer, ich habe ihn schon immer gehasst. Oh, nein. Aber ich würde mal sagen, ich habe mein Lebensziel erreicht. Ich war unter den Top 10. Henry Island. Leute, ich würde mal sagen, ich glaube, jeder hat es allen gesehen, dieses Spiel. Es ist einfach so krass, Alter. Es ist so emotional. Es ist einfach... Na, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Aber ich glaube, gegen dieses Video kommt einfach nichts mehr an, Alter. Hier, bewegte Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Leute, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann. Bleibt schleimig und so. Und tschüss. Boah, Alter. Ich glaube, ich... Gehst du meinem Psychologen, Alter, das ist echt krass, dieses Spiel.